Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 Blood and Wine mit Pax. Wir stehen hier etwas merkwürdig auf einem Sims, würde ich sagen. Und da ich mich gerade wieder daran erinnere, wie es gegen Gegner kämpfen, die menschlich sind, werde ich auch direkt wieder mein Gift auftragen, damit es leichter wird, die platt zu machen. Ja, wir haben hier einen Gefangenen, wenn ich das richtig sehe, und ein paar Banditen. Ach, da können wir ja auch. Hier ganz lustig. Eine Bombe werfen. Hat leider gar nicht funktioniert. Jetzt! Macht ihn alle! Ich will ihn töten! Scheiße, tut das weh! Geil, wie sie halt nichts machen können. Er brennt leider nicht mehr. So, auf ins Getümmel, das war's. Essig trinken, why not? Gelobt sei Prophet Majoran. Leg dir doch den Schniedel ein. Was hat er gerade mit meinem Schniedel gesagt? Ich will meinen Schniedel aus dem Spiel lassen. Au, das tat weh. Schöne Enthauptung. Oh. So habe ich den Katze ausgewählt. Moment mal. Brauchen natürlich den weißen Honig. Ha, da haben wir wieder einen. Au, au. Da haben wir wieder einen. Sogar zwei, glaube ich, direkt getötet. Damit werde ich nicht fertig. Ich packe es einfach nicht. Bei Majorans Wunden. Beruhige dich. Es ist vorbei. Ich danke dir, Herr. Vergib, dass ich außer Fassung bin. Brauchst du vielleicht etwas Ausstattung, Monsieur? Darf ich erstmal die Leichen looten oder was? Ich muss was trinken hier. Das Anwesen sieht verlassen aus. Gehört es dir? Ich bin eher der Verwalter. Auf Weisung des Schatzministers soll ich als Hausmeister für die Liegenschaften des Grafen Delaunay sorgen. Er wird vermisst. Aber mich hat niemand gewarnt, dass die Villa Vedette eine Räuberhöhle ist. Oder jedenfalls war. Dank deines Heldentums, Meister Hexer. Was hast du denn zu verkaufen? Nur das Feinste. Oh Gott, 603 und dann auch noch Schund. Hä? Ich frage mich, warum gibt's denn diese Händler überhaupt noch? Wer will denn den Schrott kaufen? Das brauche ich doch nicht. Das habe ich selber 100.000 Mal. Und kann ich mir auch bei anderen Händlern kaufen, die halt viel im Angebot haben. Das ist doch Schwachsinn. Als wenn ich jetzt sagen würde, endlich Öl viermal. Oh, das habe ich gebraucht. Oder drei Fackeln oder wer weiß was noch. Also, sinnlos. Aber kaufen wir wieder das Bier. Den Alk. Das war's schon wieder. Toll. Ach, das können wir auch an ihn verkaufen, okay. Aber das ist halt alles nicht so viel wert. Hier haben wir noch eine Rubinkette. Fistech. Mit Drogen will ich nichts zu tun haben. Aber interessant, dass der Händler Drogen kauft. Buclair Silberobstschale. Da ist sogar Obst drin und trotzdem nicht wirklich viel wert.
Haben wir echt alles total vergessen. Ist halt echt an. Ach ja, Fälle, stimmt. Fälle waren doch auch mal was wert. Fällt mir gerade so ein. Ich glaube vor allem Bärenfälle und so. Aber ich habe fast keine Fälle, okay. Egal, was soll, es reicht. War ja nicht irgendwo eine Schatzsuche? Also gab es ja nicht was zu finden? Naja, wir schauen uns hier mal in Ruhe um und dann werden wir das sehen. Zwiebelbande, die werden ja auf gar nicht die auch zur Hanse gehören oder zur ehemaligen Hanse. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch offiziell existieren oder ob die sich aufgelöst haben. Zwiebelbefehl für Ruben. Ruben, irgend so ein Büromensch vom Hofe der allerdämlichsten Herrin hat bei der Villa Vedette herumgeschnüffelt. Ich muss wohl nicht erklären, was mir daran missfällt, wie oder wie sehr. Geh, finde ihn und töte ihn. Verbrenne das Gebäude, wenn jemand bei ihm ist, aufhängen. Keine Vergewaltigungen, keine Pfählungen. Reiß dich zusammen. Komm danach direkt zu den Artach-Ruinen zurück, denn ich habe noch einen Auftrag für dich. Arschtracken, ja, sag ich doch. Es waren auf jeden Fall. Die haben so bei Hanse gehört, ob die jetzt schon wussten, dass die da platt gemacht wurden, der Chef und so, keine Ahnung. Werden sie auf jeden Fall auch nicht mehr erfahren, weil sie jetzt tot sind, sorry. Ah, jetzt haben wir den Schlüssel, sehr gut. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach gab es doch noch was zu finden. Also das war doch hier Schatzsuche irgendwas. Ich glaube Katzen... Katzenschule. Wir kommen doch bestimmt hier nirgendwo rein. Das ist doch gar nicht wieder alles abgeschlossen. Nein! Okay. Dann finden wir die Sachen bestimmt irgendwo hier drin. Ah, Essen. Gegrilltes Schweinefleisch. Ach so, das haben die als Küche genommen. Die Banditen, um sich quasi über Wasser zu halten. Ah. Brief an Bartholomé de Lannay. Na, also. Lieber Bartholomé, ich habe deinen Brief erhalten und freue mich überaus, dass du eine Lösung deiner Probleme gefunden hast. Der Hexer, den du beschreibst, kommt mir in der Tat gefährlich vor und du hast ja immer gesagt, dass sie alle Mutanten und kaltblütige Mörder sind. Dennoch meine ich, dass du sein Angebot annehmen solltest. Wenn diese Schemas tatsächlich eine Revolution in der Rüstungsschmiederei bedeuten, kannst du nicht nur den Auftrag der Herzogin erfüllen, sondern auch recht viel Ruhm einheimsen. Und das ist dir das Wertvollste, wie ich weiß. Es ist ein kluger Zug, die Banditen in den Ruinen des Artach-Palasts um Schutz zu ersuchen. Wenn die Ritter sie nicht klein gekriegt haben, wird es wohl auch einem Hexer nicht gelingen. Bösewichte und Halunken respektieren einander schließlich. Seid dennoch äußerst vorsichtig bei diesem Treffen. Banditen und Hexern kann man nicht trauen. Es grüßt dich deine Belinda de Lannay. Noch ein Leben, das durch Gier und Ehrgeiz kompromittiert und schließlich zerstört wurde. Damit haben wir auch dieses Quest wieder erledigt. Natürlich verfolgen wir das nicht weiter. Ach, Zwiebeln. Da liegen einfach zwei Zwiebeln. Nein. Ruhige und Trauben. Abgeschlossen. Oh, die Leiter hätte ich fast übersehen. Schauen wir uns mal auf den Dachboden um. Auch hier haben wir im Hörer welche geschlafen. Es ist, denke ich, sehr risikohaft, vor allem wenn das ganze Heu hier liegt und sowieso viel Brennbares, eine Kerze unbeaufsichtigt brennen zu lassen. Sehr dumm. Stumpfe Meteoritenaxt. Was ist das denn krasses? Klingt wertvoll. Klingt wertvoll, nehmen wir mit. Aber hier gibt es viele Sachen, die wertvoll klingen, wie zum Beispiel Silberbarren oder sowas. Und es ist dann einfach mal gar nichts wert. Hier ist auch noch ein Bett. Essig. Den habe ich ja gerade erst mehrfach getrunken. War richtig, richtig lecker. Jetzt erstmal ein paar Oliven mit Steine natürlich. Wenn wir Hunger haben. Gut, das war es jetzt eigentlich hier. Wir können natürlich noch die restlichen Sachen schnell durchgucken. Irgendwann hier kommen wir nicht rein. Ja. Hopfendolden. Da können wir unser eigenes Bier brauen. Wichtig. Jetzt auch nicht alles durchsuchen. Da kommen wir eh nicht rein.
Silberbahn, das ist doch nicht viel wert, aber scheiß drauf. Kreidesack, ich weiß gar nicht, ob man das essen kann. Oder ob das verkauft wird, da geht's, also ob man es nur verkaufen kann, den Getreidesack. Aber ich glaube, das kann man essen, ich glaube, es gehört zur Nahrung. Wobei, das wäre krass, wenn da direkt einen ganzen Sack Getreide ist, weil das ist ja relativ viel, oder? Schauen wir mal. Nee, ist nicht dabei. Okay. Hätte mich auch gewundert, weil, wie gesagt, das wäre ein ganzer Sack voller Getreide, ist dann doch recht viel. Abgeschlossen. Gut, das war's, dann ziehen wir weiter. Ich glaube, wir hatten noch ein paar Fragezeichen, die wir klären wollten. Zwei, um genau zu sein. Und ich glaube, also das ist auf jeden Fall ein Quest zu den Weinfäden. Und ich glaube, das ist auch das letzte Quest. Bin mir nicht ganz sicher, ist auch gar nicht weit weg. Also es ist auf jeden Fall ein Quest, das weiß ich noch. Aber ich glaube auch, es war das letzte Quest für die Weinfäden. Aber, da steht ja Plötze, aber es ist so da, brauchen wir jetzt nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war das letzte. Oh, das ist ein Gegner. Gehen wir mal woanders lang. Da ist eine Höhle. Ist das jetzt unten, Person in Not, oder ist es oben? Ne, ist unten. Okay. Ich wollte schon sagen, wenn da eine Höhle in der Nähe ist, dann ist es doch eigentlich immer in der Höhle drin. Wer wird denn da gefangen gehalten? Was sind wir hier gerade? Okay. Was ist denn das hier eigentlich? Ruine von der Mauer von der alten? Moment mal, das muss ich mir mal genauer angucken. Krass, das scheinen wirklich Ruinen zu sein, die sind ja mega. Was ist denn jetzt passiert? Am helligsten Tag? Red mal nicht durch. Weil wir doch bloß ein bisschen die Ru. Hallo! Nur ein bisschen die Ruinen angucken. Irgendwelche alten Mauern sein. Ob das von. Ob das Elfenruinen sind? Krass, wie lang die gewesen sein müssen. Aber hier gibt's halt nichts. Das ist ja krass. Ziehen sich so weit. Hä? Ich verstehe den Sinn nicht so richtig. Hier ist doch direkt Wasser. Also große Mauern hat man ja immer gebaut, um sich vor Angriffen aus einem feindlichen Reich zu schützen. Aber noch besser als Mauern waren natürlich Flüsse. Vor allem, der ist ja recht groß. Also zumindest groß genug. Da bauen wir doch keine Mauer kurz davor. Das ist so eine riesige Mauer, die wird ja wohl kaum zu irgendeiner Burg gehört haben. Oder? Also das ist ja krass. Seid ihr jetzt weg? Plötze? Ich würde die gerne mal abreiten, einfach um zu gucken, ob da irgendwas ist. Das ist einfach, das interessiert mich. Das ist irgendwie interessant. Ich sollte einen Blick auf die Karte werfen. Die verderben einen aber auch jeden Spaß. Okay, wir reiten die Mauer nicht ab. Sorry, war eine dumme Idee. Trottelpaxis. Oh, da unten ist bestimmt wieder ein tollmütiger Felsroll, oder? Nee, normaler Felsroll. Ja. Schöne Insel hier, aber da gibt's auch nichts. Okay, gehen wir mal dahin, wo wir eigentlich hin wollten. Zur Person in Not. Ich glaube, wir müssen dann sowieso. Ah, wir können dann eigentlich sowieso mal auffüllen. Unsere Tränke sehe ich gerade. Scheiße, ich weiß, wo renne ich gerade vorbei? Ja. Ich wollte gerade sagen, ist doch gar nicht so weit weg. Plötzlich, hier geht was alleine rein. So. Brauchen wir ja bestimmt wieder Katze. Wir fangen erstmal mit der Fackel an. Das ist dann mal ein interessanter Höhleneingang. Hallo, Fackel. Ein sehr geiler Höhleneingang, gefällt mir. Gelobt sei Prophet Majoran! Au! Hilfe! Herr!
Das war ein direkter Tod. Du bist vielleicht ein Volltrottel. Boah, Geralt macht keinen starken Angriff. Ich glaube, es liegt daran, weil er die blöde Fackel in der Hand hat. So ein Trottel. War denn da so viel Essen drin? Vielen Dank, nobler Ritter. Ich war in nördlicher Richtung auf Kräutersuche für einen neuen Wein, als plötzlich... Beruhige dich, es ist vorbei. Die Banditen haben mich entführt. In der Hoffnung auf ein Lösegeld. Da bin ich mir sicher... Aber so wie es Meister Liam geht, hätte er sie niemals bezahlen können. Oh, aber ich bin frei und in Sicherheit. Dank dir. Falls du auf der Suche nach Kräutern sein solltest, habe ich ein Lager auf Coronata. Kommst du mit mir? Nee, ich muss ja erstmal looten, dann komme ich zu dir. Ich muss mich noch ein wenig umsehen. Aber wenn ich in der Gegend bin, schaue ich vorbei. Ich warte auf dich. Danke. Zwiebel. Verschmutzter Brief. Ich fasse mich kurz und komme gleich zum Punkt. Schnapp dir Liams Kräuterkundler und verhindere, dass er diesen neuen Wein fertigstellt. Lass das Mädchen in Ruhe, bis ich weitere Anweisungen schicke. Vermassle es bloß nicht, du Schwachkopf. Okay, ich hab's doch. Dann nehmen wir halt alles mit. Die haben aber krass viel Essen mit. Ja, kleine Höhle. Exquisiter Honig. Ah, diese Färbemitteldinger sind komischerweise viel wert. Zwergenschmiedewerkzeug. Ja, das war's hier. Weinfäden, Deus in Machina. Finde den Ort, den der Brief erwähnt wird. Oh, was ist denn hier los? Die Höhle scheint weiterführend zu sein. Geh hier einfach mal rein und guck, was es da gibt. Ist das Wasser? Ja. Ach, sag bloß, hier geht's nicht weiter. Oh mein Gott. Hier ist nicht ernsthaft nur Blutmus und... Ich meine, die Höhle an sich ist erstmal geil, aber ich habe nicht gerade Katze nochmal genommen für dieses kleine Kackstück hier. Oh nein! Na, oh, egal. Habe ich jetzt nun alles abgeschlossen mit der Weinfede? Also muss ich jetzt nur noch zu diesem komischen Ort da gehen, der da beschrieben ist, oder? Weinfäden, Deus in Machina. Finde den Ort, Weinfede Coronata. Informiere Lian, dass du deine Probleme behoben hast und hilf ihm, die Verwaltung von Belgard zu erhalten. Ja, okay, ich habe alle Probleme erledigt, aber wir sollten dann erstmal zu dem Ort gehen. Weinfäden in Deus, bla bla bla. Wobei ich auch zu der Kräuterfrau jetzt nochmal vorbeigehen würde. Coronata Weingut, also irgendwo hier muss die ja sein. Das ist natürlich keine Ahnung, wo genau, die werden wir schon finden. Oh, es ist so hell, aua, aua. Ich würde sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann... Oh Gott, ich sehe gar nichts. Ist das scheiße, ey. Dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ist aber gleich weg, wenn ich jetzt schnell reise. Von daher egal. Bis dann.